So. Was ist jetzt mal dahin? So. 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall hoch. So. Dann kommt hier das Leuchtfeuer hin. Und so machen wir hier eine 3x3 Basis hin. Also eine 3x3 Fläche. So, und dann springt es an. Yay, wir haben Licht. So, jetzt haben wir die erste Stufe erreicht. Stufe 1 beinhaltet hier Schnelligkeit und Eile. Und dann kommt die zweite Stufe. Aua, deswegen habe ich das jetzt hier auch so gemacht. Dann hauen wir hier unten jetzt die zweite Stufe dran. So, und sobald die zweite Stufe ready ist, haben wir dann hier Resistenz und Sprungkraft. Ja, das Hochsteigen hier mit den Eisenblöcken war auch geistreich. Dann hat es sogar gepasst, oder? So, dann kommt die nächste Base hier hin. Man kann auch jetzt Emerald-Blöcke, Diamant-Blöcke, Eisen-Blöcke mal alles mischen. Ach ja, genau, Gold geht auch noch. So, dann haben wir hier unten jetzt Stärke. Und wenn wir jetzt die letzte Base vollenden. Haben wir Regeneration. Und wir können von jedem der anderen Primäreffekte eine zweite Stufe auswählen. Oder? Nicht Regeneration? Ja, entweder oder. Achso. Also, warte, ich erkläre es dir gleich, oder? So. Das letzte Mal, wo ich das Ding hier gebaut habe, war in Infinity. Mhm. In dem Vanilla Minecraft nur in der 1.4 Pre-Release. Ich glaube, ich muss ja doch mal einen Block abbauen. So. Die Blöcke reichen echt. Da! Der hat nicht nachgelegt. Stimmt, das Nachlegen habe ich ja aus. Stimmt, da war ja was. So, zack, 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 zack. Und dann geht es ganz genau auf. Und da haben wir es fertig. Jetzt können wir hier Eile auswählen. Oder eben. Haben wir was vergessen? Ah, jetzt hat das angenommen. Jetzt können wir hier Eile und Regeneration geben oder halt eben Eile 2. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie. Ich gehe mal kurz was holen. Ich glaube, ich nehme da einfach mal. Wir nehmen da einfach mal einen Emerald für, oder? Nehmen wir ein Eisen. Was? Jetzt müssen wir das Ganze noch aktivieren. Jetzt müssen wir es nur aktivieren. Dann hauen wir uns einen Eisenbarren. Also, ja, den brauche ich ja nicht hier. Dann hauen wir hier einen Eisenbarren rein. Und dann sagen wir jetzt, hat. Wir nehmen mal das hier. So, dann gehen wir auf fertig. Und jetzt. Jetzt können wir ja ganz schnell laufen. Yay. Alter, geil. Und wenn wir uns jetzt noch einen zweiten Beacon machen, also wir können uns noch einen zweiten machen, wir brauchen halt nur jetzt eine größere Pyramide. Dann können wir uns noch Sprungkraft geben, dann können wir zwei Blöcke hochspringen, Black. Nicht schlecht. Und ich habe gehört, ich gehe jetzt Eisen fahren. Habe ich gehört, ich gehe jetzt Eisen fahren. Ja. Ich schwöre, ich gehe jetzt echt Eisen fahren. Aber dann baue ich die Pyramide, die zweite. Kannst du machen, aber ich muss mal gucken. Okay, aber wir müssten das ein bisschen zentraler stellen, Warte. Ey, was ist? Schau. Was ist? Warte mal, hier ist die Mitte des Dorfes, oder? Warte mal, oder hier. Was ist, wenn ich jetzt sag, ich weiß nicht, ob es geht. Oben das Ding, gell? Was ganz oben ist, gell? Ja. Was ist, wenn ich sage, ich lasse das hier rausschauen und die Pyramide bei euch in den Boden rein? Geht das? Ja, ja.
Achso, geht das, okay. Ja, das geht. Das habe ich ja auch gemacht. So Infinity. Das wäre irgendwie... So Infinity. Ja, oder? Genau. Okay, ja, dann... Das Geile wäre, geil wäre es halt, wenn wir eins hier hin machen würden. Eins hier hin. Und eins hier nach. Das heißt, wir brauchen halt dann viermal so eine Pyramide. Was, wo kommt denn der her? Wie kommt denn der Zombie her? LOL. Hä? Alles ist ausgeleuchtet, verstehe ich. Ist der ernsthaft hier jetzt halt auf so einem Block gespawnt? Naja, der ist nicht ausgeleuchtet. Psst. Toll, super Minecraft, eklig. Das ist ein Leuchtfeuer, ist nicht ausgeleuchtet. Ist ja unfassbar mal wieder. Unfassbar. Ist schon ausgeleuchtet, passt schon. Oh ja, man kann jetzt auch noch den Strahl einfärben mit Glasscheiben oder mit gefärbten Glasscheiben. Ne, ich würde den weiß lassen. Ah, passiert nichts. Ist ja auch nicht gefärbt. Ach komm, ich weiß auf das Glas. Muss dich mal so reinstellen und nach oben gucken. Ui. Da bräuchten wir viermal so eine Pyramide, aber es wäre halt geil, wenn halt eben vier Lichtstrahle da rauskommen würden, so um den Brunnen rum. Mhm. Einmal da, einmal. Nee. Das hast du eins zu viel gemacht. Einmal da. Nee, da, so am Eck, so über Kreuz. Ja, hier so in der Diagonale. Okay, ja. Ja, geht. Ja, das wird schon echt fett ausschauen. Alter. Boah, wie viel Eisenohr da bräuchten wir aber einiges. Ja, egal, aber lass die Löcher offen, damit wir wissen. Ich kann die ja schon mal da reinstellen, die Dinger. Ich hab da hier meine Werkbank. Stell mal rein. Weil das ist die Mitte vom Dorf, weil ihr müsst halt bedenken, das Ding hier, das hat jetzt nur eine Reichweite von 50 Blöcken in alle vier Richtungen. Nach oben und nach unten geht's unbegrenzt. Das heißt, wenn wir jetzt halt hier unter unserem Dorf rumfuhrwerken in den Minen, das ist kein Problem. Oder halt eben oben, also wir haben jetzt bis zur Baugrenze aber, auch aber Effekte, schau, aber der Effekt da ganz unten, der reicht bis hier ganz hinten. Ach, doch nicht. Nee, du musst gucken, du hast den ja noch für 15 Sekunden, wenn du außer Reichweite bist. Warte mal, ich sag dir bis wie weit der geht. Bis... Hier ungefähr. Ne. Ab hier. Ab da. Ich hab doch gerade eben hier hinten schon den Effekt wieder bekommen. Ich hab ihn erst da bekommen. Du darfst auch nicht reinrennen. Guck, hier hab ich den Effekt noch. Wenn ich jetzt halt mich auf den Block hier stelle, dann zählt die Zeit. Ne, immer noch nicht. Geh mal noch einen zurück. Noch einen. 13, 12, 11. Jetzt erzählt er runter. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, jetzt habe ich sofort wieder 16 Sekunden. Ja, also hier, da wo das Wasser ist. Hier ist die Grenze. Also hier ist schon Out-of-Bereich und hier ist noch Bereich. Oh, okay, ja. Okay, aber der steht halt jetzt auch da vorne. Wenn der jetzt halt hier am Brunnen steht, dann hast du halt schon wirklich überall den Effekt. Ja. Deswegen, aber das, na, da müssten wir gucken, weil wenn wir die so hier platzieren. Das ist zu nah aneinander, oder? Ja, schon. Aber das ist eigentlich auch gut so, weil dann bräuchten wir weniger Eisen, weil ja dann das sich wieder, ne, ineinander aufnimmt, die Pyramiden. Hm. Das müsste ich mal erstmal in einer Kopie ausprobieren mit Garmoden. Die sehen irgendwie, also mit den 3D-Texturen sehen die im Boden irgendwie ein bisschen blöd aus. Man kann die auch nicht schneller abbauen, selbst mit den geht es ja nicht schneller, ey. Wie würde es denn aussehen, wenn die so hier stehen? Ja, das würde auch noch gehen. Sieht sogar besser aus. Hm. Ja, ja, da kann man schon einiges mitmachen, du.
Aber im Moment kann man es ja mal da drüben stehen lassen. Die Villager kriegen dann aber nicht den Effekt, ne? Die kriegen nur die Spieler. Das tut mir leid für euch. Ihr dürft leider nicht schneller laufen. Wir dürfen schnell laufen. Egal. Und dann halt noch Sprungkraft. Das ist halt dann noch krasser mit Sprungkraft. Kann man eigentlich Schnelligkeit 2 noch schneller machen? Nee, oder? Nee. Ja, was bringen uns dann 4 Beacons? Ja, 4 unterschiedliche Effekte. Was brauchen wir denn überhaupt? Naja, was halt jetzt. Jetzt haben wir Schnelligkeit. Gut ist, jetzt haben wir also Schnelligkeit ist gut. Sprungkraft könnte man brauchen. Sprungkraft ist gut und halt eben Eile. Das müssten wir beim Abbaukeller hinmachen, Eile. Ja, wenn du nämlich, wenn du Eile, ich kann das ja mal kurz demonstrieren, ich brauche wieder Eisen. Wieso habe ich vorhin nur 1 mitgenommen, ey, ist doch scheiße. Aber warte mal, rein terroristisch. Alles klar. Rein, das könnte gar nicht gehen. Wir müssen die einen tiefer machen, Black. Wenn wir die so rausgucken lassen, dann hast du hier die Eisenblöcke. Ah ja, okay, ja, ist ja egal. Jetzt geht's wieder, der Effekt. Warte mal, ich will kurz. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Eisen über, ne? Wir können ja noch ein bisschen was machen. Also einen vollen Beacon kriegen wir nicht mehr hin, aber. Also bevor ich da das Rezept nachgucke, mache ich einfach so. Haben wir jetzt 7 Stück. Brauchen wir nur 3. Schlau. Zählen sollte man können. Wenn ich sehe, dass ich 7 habe, denke mir so, ja, das reicht, 7 Stück. Naja. Ach, Gavin, was ist denn los mit mir heute wieder? 7, 8, 9. Bzzzt, Licht. So, und dann machen wir hier. Ach, Sprungkraft kriegt man erst in der 2. Stufe. Ja, leck mir da am Arsch. Wollte ich noch. Ja, das mache ich jetzt noch. Jetzt laufen wir nochmal zurück, aber es geht ja schon schneller, ne? Also. Alter. Ich bin so schnell unterwegs, dass der PC hier manchmal Aussätze hat mit dem Aufnehmen. Also habe ich richtige Frame Drops. Obwohl ich so schnell laufe, spiele ich noch immer konstant mit den FPS. Ja, ja. Ich spiele dauerhaft konstant auf die FPS, ist schon krass. Ich weiß gar nicht, was man mit Eisenblöcke gemacht. C hat wegen dem Haus. Weiß ich auch nicht, aber bei mir geht's ja auch runter, also liegt's ja nicht an ihm. Ja, aber bei mir geht's nicht runter, ich spiele dauerhaft konstant mit die FPS. Ich kann in den Wald laufen, ich habe dauerhaft konstant FPS. Egal. Tja, ich wese da auch nicht. Egal wo ich hingehe, egal was ich mache, hab immer dauerhaft konstant ein Game FPS. Dann müssen wir hier so ein bisschen runtergraben. Jetzt haben wir hier Sand, das ist blöd. Yo, hör mal auf jetzt, was hast du denn jetzt, PC? Fängt der hier mit solchen Unfug an, Alter. Hat doch sonst. Ach, jetzt ist da so ein Bauer reingesprungen. Ach nö. Ach du blöder Random, du blöder. Mann. Warum muss der jetzt hier reinhüpfen? Komm, geh raus. Komm mal her. Komm mal her. Ja, ja. Komm mal her, Hündchen. Brav bist du. Ganzen Braver. Jetzt muss ich kurz gucken.
Okay. 1 zu 0. Okay, machen wir erstmal hier unten eine Base aus. Okay, warte, warte. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Hier, so, zack, 1. Nö. Das reicht immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Wie viele Eisenblöcke soll ich denn noch machen? Alle? Ich glaube auch. Ich mache jetzt gleich das ganze Eisen zu Eisenblöcken. Ja, mach. Brauchen wir sowieso. Das sind gerade mal nur noch 4 Stacks, ey. Jetzt haben wir nochmal 7. Na, scheiße. Eigentlich habe ich den noch mitgenommen, weil ich ja wieder nicht zählen kann. So, dann hauen wir den hier weg. Schnarch! Kaputt, ey. Blöds. Jo. Ja, wie jetzt? Keine Sprungkraft. Geht das nicht mehr oder habe ich was vergessen? Ich habe einen Block vergessen, kein Wunder. Ich reiße jetzt hier mal kurz alles voneinander, um alles zu kontrollieren. Ja, ich habe einen Block vergessen. So, jetzt hat er aber. Ja. So, jetzt haben wir Sprungkraft. Ja, jetzt können wir endlich mal hier. Zack. So, jetzt haben wir Sprungkraft. Jetzt brauchen wir das lästige Zauntor vorne nicht mehr aufmachen, jetzt können wir einfach drüber springen, Black. Echt geil, probier mal. Mit Sprungkraft 2 ist es dann noch geiler, kannst du 2 Höcke hochspringen einfach. Ja, ist schon geil, ist schon geil. So, ja, ja. Aua. Hast du Schaden bekommen? Nö, aber du. Gut, dann holen wir uns Erde, stopfen da wieder zu und dann ist gut. Stopfen wir erstmal vorerst zu. Wir brauchen ja dann, müssen wir dann sowieso nochmal aufgraben. Ah, hier hat noch Erde. Egal, jetzt haben wir ein bisschen mehr Erde dabei, ist auch gut. Das ist richtig geil hier. Jetzt spring doch da drüber. Hä? Jetzt hat. Wenn ich jetzt hier zubaue. Ja, stört ihn nicht. Na, dann ist gut, dann können wir dazu machen. Hier. Das ist der Weg. Ich denke mir gerade so, warum ist denn hier grobe Erde? Deswegen war ich kurz verwirrt. Ja, guck mal, wie weit ich springen kann. Alter. Bam. Ein Marcel wird sich wundern, hä? Warum ist jetzt auf einmal so schnell? Ja, und der hier drüben, der geht noch nicht. Ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt Eisen farmen. Mach mal die Aufnahme fertig. Und dann starten wir los. Dann können wir ja beim nächsten Mal wieder eine Minentour machen, vielleicht. Mhm. Ja.
komme hier nicht raus. Wir brauchen den Sprungeffekt 2. Ich weiß auch nicht, das sind halt die einzigsten, die was bringen. Das einzige, was noch was bringen würde, wäre jetzt halt, wie heißt's? Eile. Da kann man halt schneller abbauen. Nein, aber nicht da. Im Abbaukeller vielleicht, aber hier nicht. Ja, ja. So, also ich mach das jetzt einfach mal. So, 25 Eisenblöcke.